Gemächer? Hallo miteinander. Willkommen zum Landstag zu der Trinkwasserinitiative. Schön, sind ihr da an diesem schönen Montagmittag. Sind sich noch Leute am Einwählen. Wir warten noch 1 bis 2 Minuten, geben ihnen die Chance, noch, um sich dazuschalten. Wir lassen aber in 2 Minuten los. Habe ich jetzt auch gerade ein Glas mit Wasser füllen. Oh, wir haben das leider nicht. Wir haben nur so Pettfläschchen hier im Rad, weißt du? Darfst du nicht Glas reinnehmen, gell, oder wie? Nein, ich meine, ich habe kein. Okay. Nicht ganz zielführend. Nein, ich fühle mich meine wieder auf, weißt du? Aber das sieht ja, nicht. Ja, genau. Ich kann mir es nicht mehr erlauben, mit Pettfläschchen rumzulaufen. Hallo zusammen. Hallo miteinander. Für alle, die neu dabei sind, wir warten noch einen kleinen Moment, um den Mitgliedern die Chance zu geben, um sich einzuloggen. Wir legen gerade los. Gut, ich würde sagen, wir fangen an. Es ist 2 ab. Wir schauen, wir nehmen dann Leute, die noch dazukommen, on the go dazu. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute dabei seid beim Landstag zur Trinkwasserinitiative an diesem schönen Montagmittag. Besonders herzlich willkommen an Franziska Herren, wo heute Initiantin von der Trinkwasserinitiative, die heute dabei ist und uns Rede und Antwort stellt zu der Initiative, sowie natürlich auch der Sonja Gehrig. Die meisten von euch kennen sie, Kantonsrätin GLP im Kanton Zürich, die uns heute die GLP-Position zu der Trinkwasserinitiative noch wird genauer darlegen. Ich fange gerade an. Ich sehe ihn. Einen Moment. Gut. Vielleicht kurz zum Anfangen. 1, 2 Verhaltensregeln. Ihr kennt das alle nach all diesen Monaten in den Zoom-Meetings. Haben wir gewisse Grundlagen. Wir sind grundsätzlich in Meetings zum Hintergrund für Geräusche vermeiden, alle auf Stumm. Wir schalten euch frei. Bitte schaltet eure Hand heben, wenn ihr möchtet einen Kommentar machen und oder Fragen stellen. Wir haben am Ende des Meetings ausgiebig Zeit eingeplant für Fragen von euch allen, die ihr direkt der Franziska Herren und der Sonja Gehrig könnt stellen könnt. Bitte macht das übers Handheben. Das ist je nach Zoom-Version auch ein bisschen unterschiedlicher Ort. In gewissen Versionen ist es noch unter Teilnehmer. Kann man dort die Option Handheben drücken. Bei mir ist es unten rechts so ein Button, wo heißt Reaktionen, wo man kann drauf drücken kann und dann ebenfalls die Hand heben. Wenn ihr das macht, dann sehen wir euch und schaltet euch freischalten, sobald wie möglich. Noch zur Info, wir zeichnen den Landstag aufzeichnen.
Wir würden den, die Aufzeichnung läuft, wir würden den im Anschluss an das Montagsmittagsmeeting auf unserem GLP-YouTube-Kanal teilen, damit auch Leute, die jetzt heute nicht dabei sein könnten, im Nachgang können den Tag anschauen und eure Argumente, Franziska und Sonja, könnt mit auf den Weg nehmen. Kurz zur Agenda. Wir fangen an mit Inputs von der Franziska und der Sonja. Die Franziska Herren wird uns den Grundzug von der Trinkwasserinitiative in einem kurzen Input-Referat erläutern. Im Anschluss wird Sonja sich ein bisschen mehr noch auf die GLP-Position und unsere klare Positionierung im Liberalen Komitee zu einem Ja zu dieser Trinkwasserinitiative ausführen. Und wir haben im Anschluss, wie schon erwähnt, ausgiebig Zeit für Fragen und Antworten von eurer Seite eingeplant. Gut, ich glaube, mit dem würden wir gerade starten, mit dem ersten Referat, mit dem Input von der Franziska Herren. Wir freuen uns sehr, Franziska, dass wir heute die Möglichkeit haben, dir direkt Fragen zu stellen, dass du heute da bei uns bist. Franziska ist die treibende Kraft hinter der Trinkwasserinitiative. Sie hat unter anderem im 2017, glaube ich, dafür nötig 100'000 Unterschriften gesammelt, die nötig waren für das Einreichen dieser Initiative. Wo 2018 dann schlussendlich eingereicht worden ist. Die Initiative beschäftigt dich also schon als ganzes Weile, Franziska. Wir alle wissen jetzt im Endspurt von dem Abstimmungskampf, die Debatte um die Trinkwasserinitiative teilweise sehr emotional auch geführt wird und worden ist. Und sehen einfach extrem stark, wir haben extrem starke Bewunderung, wie du die Debatte auch angeregt hast, die im Moment in der Schweiz geführt wird, zu der Trinkwasserqualität in unserem Land. Ich glaube, nur schon dafür ist dir schon mal extrem viel Respekt zu zollen. Das ist ein sehr grosses, da haben wir sehr viel erreicht, mal noch unabhängig vom Ausgang von dieser Abstimmung. Und wir freuen uns sehr, dass du heute da bei uns dabei bist. Ich übergebe da mich an dich, Franziska. Du kannst danke vielmals. Die Folie direkt teilen. Ja, gerne. Also ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass ich heute auf euch Trinkwasserinitiative kurz vorstellen und auch für eure Unterstützung. Danke schon voraus ganz fest. Ja, warum gibt es eigentlich Trinkwasserinitiative? Trinkwasserinitiative gibt es, weil ich im Jahr 2011 eine Begegnung hatte mit einer jungen Mutterkuh. Wir haben ihr das Kälbchen weggenommen, sie hat enorm geschrien und das war für mich so der Impuls gewesen, mal zu recherchieren, wie unsere Lebensmittelproduktion funktioniert. Und ich wollte speziell wissen, ob man im Biolandbau Kälbchen auch wegnimmt von der Mutter, wenn die Mutter als Milchkuh genutzt wird. Durch das ist dann die Trinkwasserinitiative entstanden. Ich habe dann zuerst mal in meinem Leben richtig realisiert, dass Landwirtschaft einen immensen Einfluss hat auf unsere Trinkwasserqualität und natürlich auf die Wasserqualität. Wie viel Pestizide, Importfutter und Antibiotika Landwirtschaft einsetzt in der Lebensmittelproduktion verursacht. Zum Teil grosse Schäden an unserem Ökosystem sowie eben auch an den Gewässern und dem Trinkwasser. Ja, die Schweizer Landwirtschaft importiert jährlich 1,2 Millionen Tonnen Futtermittel, damit sie ihre überhöhten Nutztierbestände überhaupt ernähren kann. 50% vom Schweizer Fleisch und 70% von der Schweizer Eier werden mit Importfutter hergestellt. Durch das Importfutter entstehen enorme Düngerüberschüsse in Form von Gülle, Mist und Ammoniak, die unsere Böden nicht aufnehmen können. Wir exportieren Hühnermist bis nach Norddeutschland. Besonders problematisch ist der stickstoffhaltige Gas Ammoniak, der beim Ausbringen von Gülle in die Luft entweicht.
Es überdüngt unsere Böden, Wälder, Gewässer, zerstört unsere Biodiversität, schädigt das Klima und belastet unsere Lungen mit Feinstaub. Gemäss dem Umweltziel darf die Schweizer Landwirtschaft nur 25'000 Tonnen Ammoniak emittieren jährlich. Die Emissionen übersteigen aber seit 20 Jahren, also werden zu 70% übersteigt in den letzten 20 Jahren. Die Karte zeigt auf, dass die Schweiz grossflächig mit Stickstoff überdüngt wird. Die atmosphärischen Stickstoffeinträge stammen zu 1/3 aus Verkehr, Industrie und Haushalt und zu 2/3 aus Ammoniak-Emissionen. 95% der Ammoniak-Emissionen in der Schweiz stammen aus der Landwirtschaft, 90% davon aus der Nutztierhaltung. Die Stickstoffüberschüsse gehören in der Schweiz zur Hauptgefährdungsursache unserer Biodiversität. Die Düngerüberschüsse führen in vielen Grundwasserfassungen, 80% unseres Trinkwassers stammt aus Grundwasser, zu überhöhten Nitratkonzentrationen. Nitrat gilt als krebserregend. Auf dieser Karte seht ihr, dass vor allem das Mittelland da stark betroffen ist. Wegen zu viel Gülle müssen seit Jahrzehnten 4 Seen in der Schweiz künstlich belüftet werden. Das ist der Baldecker, Hallwiler, Sempacher und der Greifensee. Ich frage mich vielfach, wenn die Schweizer Bevölkerung all die Informationen, die ich jetzt gegeben habe, auf die Fleischverpackung oder Eierverpackung nachlesen können, ob es die Trinkwasserinitiative überhaupt geben würde. Die Schweizer Bevölkerung ist sehr schlecht über die Fleischproduktion in der Schweiz informiert. Es ist ihr auch nicht bewusst, dass nebst dem Importfutter die Schweizer Landwirtschaft auch von Antibiotika abhängig ist in Nutztierhaltung. Sie setzt rund 32 Tonnen Antibiotika ein, sehr viel auch prophylaktisch. Das fördert den Entstehung von antibiotikaresistenten Bakterien. Die Bakterien kommen via Gülle und Mist auf unsere Felder, genau dort, wo unsere Nahrung produziert wird. Sie kommen durch das in unser Essen, sie gelangen in Gewässer und sie werden auch im Trinkwasser nachgewiesen. Die Eidgenössische Fachkommission für biologische Sicherheit hat die antibiotikaresistenten Bakterien zur grössten Bedrohung für die Gesundheit der Schweizer Bevölkerung erklärt. Trotzdem setzt die Schweizer Landwirtschaft weiterhin Antibiotika prophylaktisch ein und auch Reserveantibiotika. 85-90% der Pestizide in der Schweiz werden in der Landwirtschaft eingesetzt. Der Rest im Verkehrs- und Siedlungsgebiet. Pestizide vergiften Bienen, andere Insekten, Gewässer und unser Trinkwasser. Sie schädigen unsere Gesundheit, die Gesundheit unserer Kinder. Und sie gefährdet unsere Ernährungssicherheit. Über 1 Million Menschen in der Schweiz trinken pestizidbelastetes Trinkwasser, das man per Gesetz nicht mehr abgeben werden darf. Wir müssen Trinkwasserfassungen schließen wegen zu viel Pestizid. Das im Wasserschloss Europas. Bevor die Pestizide in den Gewässern landen, unserem Trinkwasser, müssen sie auch unsere Nahrung belasten. Beim Essen können wir noch Bio wählen, beim Wasser trinken nicht. In den letzten 15 Jahren sind 175 Wirkstoffe für Pestizide wieder vom Markt genommen worden, weil sie sich als Gesundheit oder umweltschädigend herausgestellt haben. Pestizide ist wie eine Blackbox. Biodiversität, geschätzte Anwesende. Biodiversität ist die Lebensgrundlage von uns und allen folgenden Generationen. Eine internationale Studie zeigt auf, je mehr Biodiversität, also je mehr Artenvielfalt, je mehr Mischkulturen, desto höher sind die Erträge. Der hohe Pestizideinsatz sowie die hohen Ammoniakemissionen aus der Landwirtschaft zerstören unsere Biodiversität, also unsere Lebensgrundlage. Wir investieren Milliarden in unsere Lebensmittelproduktion, bevor wir die Lebensmittel kaufen. Unsere Investition führt nicht dazu, dass die Schweizer Landwirtschaft ihre Umweltziele, Klimaziele erreichen und Gewässerschutzgesetz einhalten kann. Das ist nicht die Schuld der Bäuerinnen und Bauern, sondern das ist die Verantwortung der Landwirtschaftspolitik, die mit unseren Steuergeldern die V-Anreize setzt.
Momentan zahlen wir 3-mal für unsere Lebensmittel mit Subventionen, der Ladenpreis und Folgekosten, die Avenir Suisse auf 7,6 Milliarden Franken jährlich haben berechnet. Mit der Trinkwasserinitiative verlangen wir eine Umlenkung der Subventionen in eine pestizidfreie Produktion, in eine Produktion, die unsere Biodiversität erhält, in Nutztierbestände, die wir selber nähren können, aus eigenem Boden, also aus Schweizer Boden, in eine Nutztierhaltung ohne prophylaktischen und regelmässigen Antibiotika-Einsatz. Bäuerinnen und Bauern werden in diesem Systemwechsel nebst den Subventionen mit Bildung, Forschung und Investitionshilfe unterstützt. Die Trinkwasserinitiative gibt eine Übergangsfrist von 8 Jahren. Es wird viel diskutiert über unseren Initiativtext. Schon der Bundesrat hat 2018 bestätigt, dass man Futtermittel austauschen kann, Betriebsgemeinschaften. Das Gutachten zeigt auf, dass das auch ohne Betriebsgemeinschaften möglich ist. Wir haben ganz bewusst eine Kann-Formulierung und nicht eine Muss-Formulierung gewählt. Darum ist das möglich. Pestizidfreie Produktion. Da steht Initiantinnen, also verstehen wir Initiantinnen und Initianten, darum, dass man weiterhin auf Biomittel einsetzen. Trotz der Klimakrise, also Klimawandel, investiert der Staat weiterhin oder seit Jahrzehnten 82% von unseren Subventionen in Fleischproduktion und nur 18% in Pflanzenbau. Das torpediert Klima- und Umweltziel und so können wir nie ein nachhaltiges Ernährungssystem aufbauen. Die Trinkwasserinitiative verlangt nichts, was schon Bäuerinnen und Bauern seit Jahrzehnten vorleben, mit grossem Erfolg. Ich möchte noch schnell etwas sagen zu. Es wird uns immer vorgeworfen, dass wir dann weniger Essen produzieren können. Fakt ist, dass wir heute viel zu viel Essen produzieren auf Kosten unserer Gesundheit und unserem Ökosystem. Wir produzieren 30-50% zu viel Essen. Und genau das landet ungefähr im Food Waste. Wir produzieren im In- und Ausland unseren Food Waste auf 500'000 Hektar Ackerland und 320'000 Hektar Weideland. Ein irrsinniger Land Waste. Das, wenn man pestizidfrei produzieren, das nicht zu höheren Preisen führt, das beweist der Freddy Hiestand, der Gipfelikönig. Er hat 2018 beschlossen, sein ganzes Korn auf pestizidfrei umzustellen, zusammen mit IB-Bäuerinnen und Bauern, und hat den Ladenpreis nicht erhöht. Migros folgt ihm. Migros will bis 2023 den Brotweizen nur noch pestizidfrei herstellen. Geschätzter Preisaufschlag etwa 3 Rappen pro Brot. Sie schreibt aber auch, dass es darauf ankommt, in was für eine Form wir weiterhin unsere Direktzahlungen investieren. Delina, das wie Unternehmen, das die Trinkwasserinitiative von Anfang an unterstützt, zeigt schon seit 1980 vor oder lebt vor, dass eine pestizidfreie Produktion im Weinbau funktioniert und sehr, sehr erfolgreich ist. Ein weiteres Argument, das ich gerne noch kurz mit euch beleuchte, ist das Argument, dass wir, wenn wir im Ausland Lebensmittel produzieren, das Ausland zerstören. Das darf gar nicht mehr sein. Mit der Ernährungssicherheitsinitiative hat die Schweizer Bevölkerung mit 78% Ja-Stimmen dafür gesorgt, dass wir für nachhaltige Handelsbeziehungen müssen sorgen müssen, also dass importierte Lebensmittel müssen in den Herkunftsländern ökologisch produziert werden. Mittlerweile sind über 200 Fachleute und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die die Trinkwasserinitiative unterstützen, die überzeugt sind, dass sie genau dort der Hebel ansetzt, wo man jetzt ansetzen muss, damit unsere Gewässer und unser Trinkwasser wieder super gehalten werden und unsere Landwirtschaft durch das, was unterstützt wird, zu superem Trinkwasser gesungen hat. Ja, auch die Grünliberalen sowie das Liberale Komitee für die Trinkwasserinitiative sind überzeugt, dass auch das Parlament einen Spielraum hat in der Umsetzung der Trinkwasserinitiative. Und ja, freue mich jetzt auf unsere Diskussion. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wunderbar. Danke dir vielmals, Franziska, für die eindrücklichen Zahlen. Ich schlage vor, dass wir
direkt, so, dass wir direkt in die nächste Präsentation gumpet zu der Sonja und im Anschluss für Fragen an euch beide öffnet. Sonja kennt sicher viele von euch. Sie ist seit 2015 GLP-Kantonsrätin im Kanton Zürich und hat den kantonalen Kampagnenlead zur Trinkwasserinitiative. Sie ist Geografin und Umweltnaturwissenschaftlerin von Background her und wird uns heute erläutern, wieso die GLP sich klar für ein Ja zu der Trinkwasserinitiative ausspricht. Sonja, ich übergebe dir das Wort. Ja, herzlichen Dank. Auch von meiner Seite herzlich willkommen. Ich glaube, Franziska Herren hat schon ganz viel gesagt, auch die Facts und Figures, die wir gehört haben. Ich will die nicht alle nochmal wiederholen. Sonst können wir noch in eine Diskussion darauf eingehen. Es geht mir mehr darum, vielleicht nochmal vereinfacht, so wichtige Botschaften überzubringen aus unserer Sicht, die man auch vielleicht in der Kommunikation kann brauchen kann. Im Wissen, von dem Hintergrundwissen, das wir natürlich alle jetzt auch haben oder vorhin schon gehabt haben, ist es doch wichtig, die Leute mit einfachen Effekten zu überzeugen. Und Moment. So, jetzt geht's. Die Initiative, viel haben wir eigentlich schon gehört, keine Subventionen, die falsche Anreize setzen, in Pestizide, Überdüngung und prophylaktische Antibiotika einsetzen, das sind so die zentralen Forderungen. Ich das aber gerne positiv formulieren und sage dann, die Initiative will Trinkwasserqualität sichern, Bodenfruchtbarkeit erhalten, Biodiversität erhalten, fördern. Und da geht es auch nicht nur um Zehen, auch um die Insekten und Bienen, die massiv zurückgegangen sind. Antibiotikaresistenzen eindämmen, das ist für uns einfach ein grundlegendes Interesse. Da läuft ganz viel auch falsch im Moment. Und Importabhängigkeit von den Futtermitteln reduzieren. Das wäre jetzt positive Kommunikation von dem, wo man eigentlich da will. Es ist ja ein liberaler Ansatz, das wissen wir. Es ist ja kein Verbot. Es geht eigentlich wirklich darum, die Anreize neu zu setzen bei den Milliarden Subventionen, die wir in die Landwirtschaft finanzieren, investieren. Das ist so eine Karte, die, ich weiß gar nicht, ob wir die auch schon gesehen haben. Ja, ich glaube, mindestens ist sie aus der Arena schon bekannt. Auch bei den Pestiziden, ich fange jetzt mal da an, sind einfach eindrückliche Bilder. Oder? Man sieht so den Mittellandgürtel, der einfach rot ist. Und es geht darum, dass Millionen Schweizer, wir haben es gehört, pestizidbelastendes Trinkwasser trinken, das eigentlich über dem gesetzlichen Höchstwert liegt von einem Mikrogramm pro Liter. In den intensiven Ackerbaugebieten, eben hier im Mittellandgürtel, ist teilweise über 90% von der Trinkwasserfassungen mit Pestizid belastet. Wir haben das Problem und wir sind das eigentlich uns und unseren Kindern schuldig, dass wir das angehen, das Problem. Beim Nitrat, auch da haben wir gehört und die Karten auch schon gesehen, gibt es verschiedene Sachen, was jetzt auch noch erwähnt werden kann, ist, dass es eine Studie aus Dänemark gibt, die ja zeigt, dass das Krebsrisiko schon bei Konzentrationen von gut 16 Milligramm pro Liter um 20% erhöht sind. Also das Krebsrisiko, das ist nicht das Nitrat direkt, sondern es sind Abbauprodukte. Das wird zu Nitrit abgebaut und das zu Nitrosamin. Und da weiss man, dass das krebserregend sein kann bei uns Menschen. Wir haben aber einen Grenzwert, der bei 25 liegt. Und dort sind schon 50% von allen Messstellen drüber. Und insbesondere in den ackerbaulich intensiven Gebieten liegen die Konzentrationen massiv, also bei 40% über dem Grenzwert. Ich habe jetzt ein paar Folien mit der 60%-Zahl, darum habe ich das gehighlightet, vielleicht kann man sich die merken. Beispiel im Kanton Zürich. Ich glaube, wir haben noch viele Zuhörerinnen und Zuhörer aus dem Kanton Zürich, aber das kann exemplarisch auch in anderen Kantonen, Bern, Aargau, Solothurn und so weiter gelten. Chlorothalonil, das ist einfach eins von diesen Pestiziden. Das ist jetzt seit einem guten Jahr verboten, nach viel Druck. Die EU hat es, das ist auch noch häufig voran schon verboten als die Schweiz. Man hat schon länger Indiz, dass es könnte schädigend sein für die Umwelt und auch für uns. Andererseits hat man es lange nicht gemessen und die Pharma Syngenta hat da
recht Druck gemacht, dass man da nicht publiziert oder jetzt auch nicht mehr publizieren darf. 60% der Messstellen im Kanton Zürich, da hatten Höchstwert Überschreitungen von den Metaboliten, von den Abbaustoffen von Chlorothalonil. Es sind über 50% der Gemeinden betroffen. Und das ist also ein interessanter Bericht vom kantonalen Labor. Wenn man den sieht, lohnt sich einmal drin zu schnäugen, wie betroffen dass man selber vielleicht ist, ohne dass man es weiss. Das ist eine Übersicht, wo man eine Auswertung gemacht hat, wie fest dass jetzt die Messwerte, also wie viele Gemeinden überschritten sind, nur bei dem Chlorothalonil-Abbauprodukt. Und das sind eben 54% der Gemeinden betroffen, von der Gemeinde im Kanton Zürich. Unterschiedlich intensiv, aber es ist einfach etwas. Und das ist nur ein Pestizid oder ein Fungizid und es gibt noch so viele andere. Und DAWAG, also der Gewässerschutzexperte, sagen einfach, in einer beliebigen Wasserprobe findet man einen Cocktail an Pestizid. Und ja, wir wollen das unserer Gesundheit nicht antun. Ich glaube, man weiß noch viel zu wenig über die Mix und die Langfristschäden, die es könnte auch für uns bedeuten. Aber ganz sicher weiß man schon viel oder ein bisschen mehr über die Schäden in der Natur oder bei den Gewässerorganismen. Auch bei den Insekten und Vögeln, da kann man im Zusammenhang sehen, 60% der Insekten in der Schweiz sind bedroht. Das ist viel, auch im internationalen Vergleich. Und im Mittelland, dort wo eben viel Pestizide sind, das sind die insektenfressenden Vögel auch um 60% zurückgegangen in den letzten Jahren. Man sieht das in dieser Kurve, die nach oben geht. Man muss sagen, dass nicht Vögel grundsätzlich zurückgehen, sondern in diesen Gebieten, wo es eben weniger Insekten gibt, halt, wegen der Pestizide. Genau, es gibt ein paar Mythen, wir haben schon ein paar gehört und ich glaube, das ist auch etwas für die Diskussion nachher. Wichtig ist einfach, dass man auch den Leuten sagt, immer wieder betont, es ist kein Verbot. Die Landwirte können wählen, wenn sie sich auf für sie vielleicht ein Experiment eingehen, in richtige ökologischere Produktionsweise, ohne giftige Pestizide, ohne präventive Antibiotika-Einsatz, mit ein bisschen weniger Tier. Und dann kommen die Direktzahlungen über, weiterhin, vielleicht sogar mehr. Das weiß man noch nicht, aber sicher nicht weniger. Und man weiß, es ist möglich. Es ist kein Verbot, sondern ein Anreizsystem. Und unsere Steuergelder sollten in die richtig ökologische Richtung gelenkt werden. Oder sollten gebraucht werden, um in die ökologische Richtung die Produktion der Landwirtschaft zu lenken. Genau, und was man vielleicht auch noch muss sagen, die Schweizer Landwirtschaft wird häufig als sehr ökologisch dargestellt. Im internationalen Vergleich ist das eben nicht so, wenn man den Input von den Düngemitteln und von den Pestiziden anschaut pro Hektar Fläche. Und das kommt daher, es ist wie so ein Schrebergarten-Phänomen. Schrebergarten haben auch immer sehr belastete Böden gehabt, weil die Leute einfach auf dieser kleinen Fläche sehr viel gespritzt haben oder düngt haben. Und das ist ein bisschen so, viele Bauern wollen eigentlich gerne grössere Flächen, auch zum wirtschaftlicher sein. Man hat nicht so viel grosse Fläche. Und bei uns ist die Durchschnittsfläche über 20 Hektare, im internationalen Vergleich teilweise viel mehr. In England sind es 4,5 mal grössere Flächen und die könnten sich das gar nicht leisten, so viel Dünger oder Pestizide zu kaufen, weil das wäre für sie viel zu teuer. Und darum ist es auch so, dass wir relativ intensive Landwirtschaft haben im internationalen Vergleich. Fazit, also ich glaube, das haben wir jetzt alle schon mehrmals gehört, aber ich habe nochmal zusammengefasst. Es ist ein Ansatz, Trinkwasserinitiative für eine ökologische und gesunde Produktion, wo die Themen Pestizidbelastung, Überdüngung und Antibiotikaresistenz vor allem mit angehen, und zwar mit liberalen Ansätzen mit dem Direktzahlungssystem. Das ist pragmatisch umsetzbar. Es ist eine grosse Chance für eine ökologische Landwirtschaft, eine gesunde Böden und auch Insekten, Bienen, die nicht noch mehr reduziert werden wie in den letzten Jahren. Ein durch und durch grün und liberaler Ansatz. Es lohnt sich ein bisschen zu schmökern auf der Homepage des Liberalen Komitee. Da hat es ganz viele Argumente, die zusammen einen guten Überblick gibt. Das sind jetzt alles grün-liberale Statements, hat noch ganz viel mehr. Es zeigt einem ein bisschen, wie, aus welchen Ecken, man kann argumentieren.
das sind jetzt von anderen Parteien, also es sind Vertreter von EVP, Mitte, CVP, FDP und auch jemand von der SVP dabei im liberalen Komitee, die sich da eingetragen haben. Es ist schön, dass man das zusammen kann angehen kann und dass, ja, man kann sagen, bei der FDP, wo es ja sehr umstritten war, sind doch 45% der Leute, von den Delegierten, sind trotz allem für die Trinkwasserinitiative gewesen. Also es ist nicht so klar, wie es immer dünken gegossen, dass das abgelehnt wird. Das wäre es im Moment, ja. Sonst je nachdem. Wunderbar. Danke vielmals, Sonja, für die, ja, für die bestechenden, überzeugenden GLP-Argumente. Super. Gut, wir würden mit dem nach euren zwei Präsentationen, nach euren zwei Inputs öffnen für Fragen. Wie gesagt, macht doch das über die Handhebefunktion, damit wir euch aufrufen können und in der Reihenfolge noch dran nehmen. Vielleicht bevor wir Fragen formuliert haben, fange ich mit einer eigenen an, von meiner Seite. Für mich als Wählerin, als Wählerin, die nicht so vertraut ist mit der Schweizer Agrarpolitik, ist es extrem schwierig, mir ein differenziertes Bild zu verschaffen. Es gibt wirklich, man hört auf einer Seite eure Zahlen, oder, wo zu der Trinkwasserqualität, die doch sehr erschreckend sind. Und dann hat man auf der anderen Seite Schweizer Agrarvertreter, die sagen, wir haben heute schon eine der strengsten Gesetzgebungen überhaupt. Wir machen viel, wir arbeiten in Richtung von einer ökologischeren Landwirtschaft. Ist denn das tatsächlich einfach eine falsche Darstellung? Oder wie würdet ihr zwei, vielleicht zuerst du, Franziska, wie würdet ihr da antworten? Ich glaube, eine der grössten Herausforderungen der Trinkwasserinitiative ist, dass man eben das Gefühl vermittelt bekommt, dass die Schweizer Landwirtschaft weltweit die beste ist. Wenn man es aber dann, wie Sonja vorhin gesagt hat, im internationalen Vergleich anschaut, sind wir eine der intensiv produzierenden Landwirtschaft, die ihre eigenen Umweltziele, Klimaziele, das basiert alles auf geltendem Recht, nicht erreicht und Gewässerschutzgesetz nicht einhalten können. Also Fakt, im Moment sind wir eigentlich eine Landwirtschaft zu funktionieren, die Gesetze nicht einhalten können. Und was halt die grösste Herausforderung ist, wie ich schon vorhin habe gesagt, dass wirklich Konsumentinnen und Konsumenten zum Teil überhaupt nicht informiert sind über das, was ich zum Beispiel euch jetzt vorgetragen habe. Die Initiative ist ja genau wegen dem Stang, aus dem Klopf raus, Jesus Gott, ich tue meine eigene Umweltzerstörung und Wasserverschmutzung subventionieren. Ich tue immer darauf hinweisen, dass wir unsere eigenen Gesetze nicht können. Einhalten durch die intensive Produktion unsere Lebensgrundlagen zu zerstören. Sei es das eben mit Vergiftung von Bindelinsekten und Gewässern. Und vor allem, es häufen sich Studien um Studien, die aufzeigen, dass Pestizideinsatz einfach unsere Kinder schädigen und schon die ungeborenen Kinder. Was ich aber auch merke, was wichtig ist, dass man der Bevölkerung Mut macht. Man kann pestizidfrei genauso viel ernten wie ohne Pestizide. Im Gegenteil. Die von Pestiziden abhängig sind, haben zum Teil ein Riesenproblem mit Pestizidresistenzen, die jetzt einfach immer mehr auftauchen, weil sie Böden total ausgelaugt sind. Daher, man muss so der Bevölkerung Mut machen, nebst der Information, wie schlimm es eigentlich ist. Ja, also ich darf ehrlich gesagt etwas sagen. Oder? Unbedingt, ergänzige Sonja, ja. Das ist alles genau so, wie Franziska gesagt hat. Ich denke, wichtig ist mir, don't blame the farmers. Im Prinzip haben sie nichts Verbotes gemacht, oder? Es sind einfach die Anreize, sind wie irgendwie falsch gesetzt, oder? Und es ist auch die Gesamtheit von dem, also ein einzelner Löwe ist jetzt nicht so schlimm, aber wenn sie eben alle so wirtschaftet, wie wir wirtschaften, dann hat es einfach riesige Mengen von diesen schädlichen Substanzen, die sich halt anhäufen über die Jahre. Und ich glaube, es braucht auch eine Zeit von der Umstellung, das darf man nicht vergessen. Wenn man von den Pestiziden weggeht, die Böden sind trotzdem noch belastet. Das Ökosystem funktioniert nicht von heute auf morgen so einwandfrei, wie es kann und sollte funktionieren, wenn ein Boden natürlich belebt ist, ohne die Gifte im Boden zum Beispiel. Oder? Das braucht sicher eine gewisse Zeit, bis der sich wieder regeneriert. Aber langfristig bin ich ganz sicher überzeugt, dass auch unseren Böden besser geht. Es gibt so viele Kulturen, die haben ihre Böden oder Wälder oder was auch immer kaputt gemacht über die Jahre, weil sie zu intensiv genutzt worden sind.
machen wir einfach den Fehler nicht auch noch bei uns, oder? Ich habe noch eine Folie, die ich vielleicht schnell noch einblenden kann fürs Verständnis. Das ist ganz. Schon ganz am Schluss. Da habe ich nochmal zusammen den Schrebergarten-Effekt, den ich vorhin gesagt habe. Also beim Stickstoff als Beispiel haben wir eine Stickstoffeffizienz von weniger als 30% in der Schweiz. Das heisst, von all dem Stickstoff, wo wir brauchen, der im Boden hineingeht, ist am Schluss, dass wir gewinnen mit den Pflanzen, ist weniger als 30%. Die anderen 70% die entweichen in Form von Ammoniak oder Lachgas in die Luft oder eben die andere Hälfte in Gewässer. Und das sind Umwelt Problem, wo uns auch wieder Kosten verursachen. Und man muss auch sehen, die Kosten, die sind gesamthaft gesehen und vielfach grösser, oder, als allfällige Angst vor allfälligen Ernteverlust. Man muss aber zu dem auch noch etwas sagen, oder? Ernteverlust, das ist der Food Waste, den wir vorhin gesehen haben, oder? Jetzt ist gerade Norm, ich kann das wieder stoppen, Norm von den Herdöpfeln ist jetzt ein bisschen abgesetzt worden, weil es nicht mehr so eine gute Ernte ist das Jahr, vielleicht, oder man es befürchtet. Ich meine, wieso hat man die Norm überhaupt so, dass dann so viele Herdöpfel immer untergepflügt werden oder den Tieren verfüttert werden, weil wir Menschen anscheinend wegen dieser Norm, jetzt über die 2,5 Santi oder was sind, nicht können essen. Und das gilt für ganz viele Produkte. Und dass so ganz viel Potenzial, dass wir eigentlich mehr können nutzen vom Boden, wenn wir nicht so heikel sind. Also Konsumenten sind es manchmal nicht, aber es ist so eine Kette von Schuldzuschiebungen oder wer jetzt da die Ursache ist, damit man das nicht in den Laden bringt. Dort hat es viel Potenzial. Ja. Danke Sonja und Franziska. Ich sehe, wir haben eine Frage, Hand oben von Nicolas Bührer. Hoi Nicolas, ich würde dir... Hoi zusammen, danke, sehr spannend. Ich bringe jetzt vielleicht keine Lösung, aber also wir wissen alle, dass es sehr knapp wird, leider. Ich habe was aber gelernt heute. Es gibt kein Verbot. Und ich habe das Gefühl, viele FDP, viele SVP sind unter anderem dagegen, weil sie genau das Gefühl haben, die Initiative bringt Regulierungen oder Verbot. Und nicht, es ist nicht eine liberale Initiative. Wie können wir das in die Kommunikation in den nächsten 10 Tagen eventuell noch verhindern? Ich habe das Gefühl, es könnte eventuell noch helfen, auf die bürgerliche Seite noch ein paar Stimmen zu gewinnen. Also, es ist nicht etwas Neues. Wir machen das eigentlich schon die ganze Zeit in der Kommunikation darauf hinweisen. Und das ist auch der Grund, wieso wir das Trinkwasserinitiative als Grünliberale favorisieren gegenüber Pestizidinitiativen, wo wir ja eine Stimmbreigabe haben, weil das ist dort ein Verbot und darum kann man darauf hinweisen. Das Problem ist, dass die Leute die zwei Initiativen auch häufig in einen Topf rühren. Oder? Es geht natürlich um Pestizide und das Ziel ist sicher ähnlich. Einfach der Weg ist unterschiedlich, wie man an das angeht. Und das ist halt in der Kommunikation nicht einfach, aber eigentlich machen wir das schon die ganze Zeit darauf hinweisen, dass das liberal ist. Oder? Es ist einfach noch nicht angekommen bei den Leuten. Und ich meine, es ist ein freiwilliger Ansatz und die nicht wechseln wollen, müssen nicht wechseln. Die kommen einfach dann kein Steuergeld mehr über, keine Subventionen. Grundsätzlich können sie aber trotzdem, und das ist manchmal auch ein Argument, sie können nicht einfach machen, was sie jetzt wollen, weil es gibt ja trotzdem noch die gesetzliche Grundlage, die sie auch noch einhalten müssen. Und auch dort könnte man noch, wenn man sieht, es geht in die falsche Richtung, könnte man dort auch korrigieren. Ist aber leider wahrscheinlich nicht geschickt, dass beide jetzt gleichzeitig in die Arbeit kommen. Auch weil die Gegner die 2-in-1 machen mit ihren Flyers und Banners überall. Und ja, okay. Also ich glaube, das ist eine der grössten Herausforderungen, dass man zwei Initiativen, die sich ein bisschen verwandt sind, so zusammenklatscht. Aber das war von Anfang an, gewesen, sagen wir auch, wenn wir Anhörungen hatten in den Kommissionen. Wir sind immer zu zweit auftreten mit beiden Initiativen. Und schon dort hast du gemerkt, dass gewisse Nationalräte so nicht können differenzieren. Und schlussendlich haben wir es mit dem müssen abfinden. Was das Positive ist, wir haben so ein bisschen Trittbrettfahrt machen in Romandie. Dort war die Pestizidinitiative zu Verbot stärker verankert gewesen. Und jetzt sind wir rübergeschwappt und drinnen war es umgedreht gewesen. Aber im Moment ist es so, dass die Bevölkerung sich kaum auseinanderhalten kann.
ist auch eine von den grössten Fragen oder häufigsten Fragen, die mir immer gestellt ist, was ist der Unterschied überhaupt? Und ich meine, wir sind in der Abstimmungsphase und die Leute wissen den Unterschied immer noch nicht, oder? Eine Frage, die ich aus dem Umfeld auch immer wieder bekomme, oder ein Punkt, der irritiert, ist die Nein-Parole von Bioswiss oder, zu der Trinkwasserinitiative, die rausgegangen ist. Könnt ihr da noch den Hintergrund erläutern oder erklären, wie ihr die Frage, dann die etwas irritierte Frage beantwortet? Also ich beantworte es so, dass halt die Trinkwasserinitiative mit dem Umpolen von den Subventionen einen Markt wird erreichen oder kreieren, wo Ökologie normal ist. Und im Moment ist Ökologie im Hochpreissegment und das wird kippt durch die Trinkwasserinitiative pestizidfrei, wird normal sein. Was spannend war, ist, dass sie Pestizidinitiativen befürworten, aber Trinkwasserinitiativen ablehnen. Und das sehe ich einfach im Futtermittelimport, wo halt auch Bioswiss davon betroffen ist, auch sie die Nährstoffkreislauf nicht schließen. Und Konsumentinnen und Konsumenten wissen das nicht, sie zahlen extra plus. Und das, dort habe ich dann gesehen, dass sie sehr Opposition machen, wo einfach, sagen wir jetzt, Bulle und Eier wird wirklich sehr gepusht in der Schweiz. Und Konsumentinnen und Konsumenten haben keine Ahnung, was das verursacht bei unserem Ökosystem. Ich persönlich bin schon lange unterwegs mit der Trinkwasserinitiative, über 10 Jahre. Und mir hat es nicht gross erstaunt, weil ich ja eine Vernetzung probiere aufzubauen. Schon dort ist das Preisargument gefallen. Oder man sagt, ja, daher, und ich könnte doch nicht die Bevölkerung zu Bio zwingen. Ich habe eine ganz eigenartige Sichtweise, wenn man die Folgekosten anschaut und die Umweltschäden, die wir produzieren, Wasservergiftung, dann sollte man eigentlich dort als Bioproduzent als erstes sein. Ja, jetzt müssen wir zusammen einen Schritt machen. Zweitens sollte ich auch noch sagen, wir verlangen nicht Bio. Bio ist viel strenger. Wir haben einfach 3 Ansätze gewählt, die sich widerspiegeln im Trinkwasser. Und das ist Pestizid, Antibiotikaresistenz und eben Überdüngung für Nitrat. Das ist eigentlich unser Anliegen, das nicht mehr zu subventionieren. Und dass es liberal ist, das überzubringen, wir probieren ein bisschen den Plakat, die Werbung, dass man vor Umlenkung von Subventionen spricht. Weil das ist wirklich immer eine ganz grosse Herausforderung gewesen. Ja, sie haben, also Bioswiss hat vor allem auch ein bisschen Angst vor dem Preisverfall. Und das ist ja auch eine interessante Diskussion, weil es gibt Organisationen, die sagen, ja, es wird dann alles viel teurer. Und die anderen sagen, das ist viel günstiger, oder? Also die haben immer, das ist jetzt, also von den grossen Konsumentenschutzorganisationen, die sagen ja immer, es wird günstiger dann, also die ökologischen Lebensmittel. Und das ist eine Befürchtung von Bioswiss. Und das kann man allenfalls als Argument brauchen, wenn es ein Argument gibt, ja, es wird dann die Preise werden alles viel teurer, man kann das Essen nicht mehr leisten, oder? Weil das ist ja eigentlich gerade das Gegenargument für Bioswiss. Genau. Und ich glaube, es ist schon eine Umdenkung in der Bevölkerung, die stattfinden muss. Man sagt, ja, nein, Ökologie darf nicht teurer sein als umweltzerstörende Produkte, oder? Das ist einfach, das ist ein neues Denken, das merke ich. Da müssen wir zuerst auch ein bisschen Zeit haben und aha, ja, wo wir uns so trimmt, dass wir mehr müssen zahlen, wenn wir uns nicht vergiften wollen. Und gerade im Wasser zeigt es einfach auf, dass dort haben wir keinen Schutz oder dort kannst du nicht Bio kaufen. Und das ist ein Argument, das ich sehr gut finde, wo die Leute sofort merken, ah ja, klar, ich tue jetzt den Hahn auf und habe pestizidbelastetes Trinkwasser. Ich kann zwar Bio kaufen, aber der Effekt von konventioneller Landwirtschaft auf meine Gesundheit ist einfach da, der ist nicht wegzudiskutieren. Ja, danke. Nicolas, ich sehe, deine Hand ist oben. Ist das noch von vorher? Oder hast du noch das ist von vorher schon gut. Okay. Ich habe eine neue Frage miteinander. Ja, das ist gut. Ja, ich glaube, ein Punkt, den wir noch nicht am Rand diskutiert haben, aber noch nicht so ausführlich, wie das von der Initiativgegner dargestellt wird, ist die Frage nach der Umsetzbarkeit. Oder? Es werden Argumente dann aufgebracht, wie dass auch in der biologischen Landwirtschaft Pestizide eingesetzt werden. Und die Frage kommt auf, sollen denn die auch verboten werden oder wie ist denn das überhaupt machbar? Ein weiterer Punkt ist eine Studie von Agroscope, die es gibt, oder, zu den Auswirkungen von der Trinkwasserinitiative und der Frage,
oder ein Punkt, dass die Belastung auf Schweizer Gewässer kann reduziert werden kann. Das ist relativ unbestritten, aber dass die Auswirkungen, die Umweltbelastung durch Nahrungsmittelimport eigentlich ein offener Punkt ist oder ungeklärt ist. Sind deine Punkte zu diesen zwei Fragen? Also wir definieren ja pestizidfreie Produktion und haben uns für pestizidfreie Produktion gewählt, weil kurz bevor es mir lanciert hat, ist ja Pestizid, von Vision Landwirtschaft, Pestizidreduktionsplan Schweiz rausgekommen. Und dort sind alle Umweltorganisationen dahinter gestanden, plus BioSwiss. Und da hat es eben aufgezeigt, in diesem Pestizidreduktionsplan, dass wir auch kritische Stoffe im Biolandbau einsetzen. Und auf dem Positionspapier ist gestanden, dass auch BioSwiss erreichen will, dass man nicht mehr Subventionen in Pestizide investiert. Dann ist die Diskussion losgegangen, wir haben eine Übergangsfrist von 8 Jahren und die ist zu wenig lang, dass man von den toxischen, natürlichen Pestiziden wegkommen kann. Darum haben wir uns nicht geeinigt, dass wir eigentlich gerne Bio-Methodisten als Indikator nehmen für die Umsetzung. Und bleiben jetzt bei dem. Für uns ist es wichtig, dass man die chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmittel weglässt und natürlich dann auch mit der Zeit, je nachdem, wie das FIBU mit der Forschung vorwärts kommt, kommen ja dann auf die Liste oder kommen dann auch gewisse von diesen toxischen natürlichen Stoffen weg. Also wir haben eigentlich so wie 2 Fliegen auf einen Klatsch mit dem können treffen. Es wird jetzt uns so quasi vorgeworfen, dass wir auch alle Biomittel weg haben wollen. Und ich muss einfach sagen, das ist nicht realistisch. Wenn man einen Verfassungstext macht, weiß man halt genau, dass auf diesem Verfassungstext ein Gesetz gemacht werden und die müssen im Verhältnis stehen zu dem, was machbar ist. Und darum die chemisch-synthetischen sind sicher machbar. Beim Futtermittelaustausch war von Anfang an gewährleistet. Es ist halt ein Satz, den wir gewählt haben, der eigentlich aufzeigt, was Norm ist und sollte sein, dass die dort lebt, dass das Futtermittel wächst. Und auch der Bundesrat hat seine Botschaft erklärt, dass Betriebsgemeinschaften möglich sind. Also man kann untereinander Futtermittel austauschen. Und das Gutachten zeigt auf, dass es auch ohne Betriebsgemeinschaften geht. Und wir haben Initiativen gestartet, wo wir etwas bewirken wollen und wo wir ganz kritische Punkte angehen. Und das ist vor allem die Fleischproduktion, die von Importfutter abhängig ist. Und das ist der Bevölkerung nicht bewusst. Da bin ich selber geklüpft, als ich zuerst mal gemerkt habe, dass 1,2 Millionen Tonnen Futtermittel in unserem Schweizer Fleisch oder Schweizer Eier steckt. Und dort muss eine Reduktion geben von dieser Produktion, wenn wir unsere Ökosystem retten und unsere Gesundheit erhalten. Darum gibt es halt einfach mit dieser Initiative geht's konsequent. Vielleicht noch ergänzen, dass man ja den politischen Prozess auch muss ein bisschen verstehen muss und im politischen Prozess bei einer Initiative, Volksinitiative, Verfassungsinitiative ist, oder? Wird das nicht 1:1 immer genau umgesetzt? Also das kann man wie noch nicht ganz genau sagen, wie es dann im Gesetz steht. Oder? Das kommt noch dazu, zusätzlich. Ich finde, ja, von den Formulierungen hätte ich mir vielleicht auch gewünscht, dass es vielleicht noch etwas offener hätte können sein. Ich denke, es wäre politisch vielleicht einfacher gewesen, dann so etwas den Leuten zu verkaufen oder durchzubringen. Aber man muss sehen, vom Prozess her spielt das eigentlich nicht so eine grosse Rolle, weil wir haben nicht die Rechtsprechung tut sich nicht auf die Verfassung abstützen, oder? Sondern auf Gesetz. Und der Gesetzgebungsprozess passiert dann im Parlament. Bei uns im Parlament, wo jetzt sogar die Agrarpolitik 2022 auf Eis gelegt hat und andere Sachen abgeschossen hat, wo denen schon zu weit gegangen ist. Also man kann auch bis zu einem gewissen gerade wirklich vertrauen, dass es eine pragmatische Umsetzung ist. Ich sage das mehr als Argument für die Bevölkerung. Ich weiß nicht, Franziska Herren hört das vielleicht jetzt nicht so gern, aber ich bin überzeugt, das kann vielleicht im einen oder anderen Punkt kann das vielleicht noch ein Entgegenkommen geben. Persönlich hätte ich jetzt das mit den Futtermitteln innerhalb von der Schweiz vielleicht auch nicht so reingenommen, sondern der Ansatz wäre jetzt mehr, die Richtung zu reduzieren und vielleicht nicht aus liberaler Sicht, woher jetzt das Futter muss kommen, oder? Aber ich weiß nicht, ob das auch noch ein Thema sein wird oder nicht. Auf jeden Fall kann man wirklich sagen, ich bin überzeugt, dass das
auch umsetzbar wird im gesetzgeberischen Prozess. Zusätzlich noch zu dem, wo man so jetzt im engeren Sinn von der Initiative kann sagen, dass es theoretisch machbar ist, oder? Ich meine, das Beispiel ist Masseneinwanderungsinitiative. Ich finde, das ist einfach ein gutes Beispiel. Im Sätti haben wir nicht annähernd eins zu eins umgesetzt, oder? So wie es die Stimmbevölkerung eigentlich ursprünglich angenommen hat, oder? Sondern wir haben es so umgesetzt, dass es für die Schweiz gepasst hat und machbar gewesen ist und auch ins internationale Recht und Gerüst hineingepasst hat. Wenn ich noch schnell eine andere Initiative zitieren darf, die ist 2017 angenommen worden mit einem mega hohen Ja-Stimme. 78% ist die Ernährungssicherheitsinitiative und die verlangt ja eine standardangepasste, ressourceneffiziente Lebensmittelproduktion. Die Eidgenössische Finanzkommission hat nachher auf Auftrag vom Bundesamt für Landwirtschaft die Frage beantwortet, dürfte eigentlich jetzt anhand von diesem Text noch überhaupt tierische Produkte subventioniert werden, die Importfutter abhängig sind. Und die hat ganz klar gesagt, wir müssen dort reduzieren, bis gar keine mehr. Das Paper besteht. Es passiert gar nichts. Aber faktisch gesehen hat eigentlich die Ernährungssicherheitsinitiative genau den gleichen Einfluss wie die Trinkwasserinitiative. Und das hat noch die Eidgenössische Finanzkommission in einem Bericht so bestätigt, es passiert nichts. Apropos Umsetzung von Initiativen. Und diese Initiative kommt vom Bauernverband. Und jetzt haben wir einfach das Gleiche ein bisschen strenger formuliert. Und jetzt laufen wir amok, ob schon eigentlich der Bauernverband ja für das schon gesorgt hat. Das ist ein Argument, das ich immer so ein bisschen probiere zu bringen in gewissen Diskussionen, aber das ist zu weit weg für die Bevölkerung. Aber nur, dass ihr wisst, wie Initiativen umgesetzt werden, und gerade die Ernährungssicherheitsinitiative. Das ist bombastisch, was dort alles drin steht. Gut Weissreduktion und eben die Bestandswirtschaft bringen, das ist eigentlich alles. Schon in der Verfassung und unsere Initiativen. Aber gibt es schon recht, Sonja, ich sehe die Punkte auch, nicht, dass ich da was entgegensprechen. Wir haben einfach ein bisschen deutliche Worte gewählt und das wird jetzt sehr instrumentalisiert und so quasi, ja, wir würden das wortwörtlich umsetzen. Wäre doch schön, wenn man die Ernährungssicherheitsinitiative umgesetzt wird. Ich denke, die pragmatische Umsetzung, das ist wirklich einfach wichtig im Dialog mit der Bevölkerung. Ja. Und vielleicht aus Sicht vom politischen Prozess ein bisschen ein Hindernis, dass es doch ein bisschen eng formuliert ist, die Initiativen, oder? Und wenn man sich jetzt halt wortwörtlich auf das stützt, ich meine, das wird im Wort wirklich umgesetzt und es gibt halt Angriffsfläche, oder? Das ist mir das. Das ist absolut. Und dann in der Bevölkerung auch vielfach sagen, tut mal die Verfassung lesen und fragt euch, warum es mir überhaupt nicht was Initiativen starten, wenn das Wort wörtlich nicht aus der Verfassung steht. Aber es ist so, ich bin voll mit dir, Sonja. Ist sicher. Kann man beanstanden. Nikolas, ich übergebe nochmal an dich. Auf eine Frage, ich muss leider in 3 Minuten, es tut mir leid. Was habt ihr noch geplant? Ich meine, das sind noch 10 Tage, nein, weniger, 7, 8 Tage und dann ist es fertig. Was habt ihr noch geplant? Die Last-Minute-Actions? Ja, wir haben noch ein bisschen Budget bekommen. Wir werden vor allem Inseratschaltung jetzt noch erhöhen. Wir werden noch mehr auf Social Media zum Glück können wir jetzt noch mehr machen. Wir sind wieder mehr auf der Straße. Das war ja auch ein Problem von Corona, dass wir die ganzen Leute weggenommen von der Straße. Wir wären viel mehr auf der Straße gewesen, wenn Corona nicht wäre. Das ist halt mehr so, wie unsere Kampagne müssen umpolen. Und es wird vermehrt jetzt noch ins Rat geben. Plakate sind gehangen und hangen noch. Und Berichterstattung, glaube ich, wird so in den letzten Wochen sehr abnehmen. Wir probieren, also wir sind ja präsent in den Medien. Und probiere auch dort immer wieder reinzukommen mit Newslettern, Leute aufmerksam machen, gerade über die neuen Studien rauskommen. Und ich merke auch, dass viele Akteure jetzt aufspringen und merken, wow, jetzt braucht die Klassensitive wirklich noch einen Schub, weil man es ganz knapp kann werden. Also was ich da kann sagen kann, muss ich euch ein Kränzchen winden, es ist ganz toll, man kann das Material zur Trinkwasserinitiative alles gratis kostenlos bestellen eigentlich, also von einer so einer jetzt hat man den Plakatflyer zum Aufhängen, also die Fahne und Flyer zum Verteilen. Und das kommt auch recht zügig, wenn man das bestellt. Und also ich habe jetzt bei uns im Quartier 3 Stunden Flyer verteilt und das machen bei uns ganz viele. Also wir versuchen die Mitglieder auch zu ermutigen, das vielleicht auch zusammen mit der CO2-Initiative gerade zu verteilen. Das geht in einem, oder? Und
Natürlich müssen wir auch mit Social Media präsent sein. Wir haben ein paar Filme gemacht dazu. Also, ihr seht die auf dem liberalen Komitee, aber ihr habt noch andere vom Gesamtinitiativkomitee. Und ich bin jetzt gerade, habe heute Morgen noch einen Leserbrief geschrieben, also jetzt noch nicht gerade abgeschickt, aber es ist, auch das ist wichtig, dass man halt in die Lokalzeitung überall wieder so beschreibt. Und ich glaube, dort ist es am besten, aus meiner Sicht, Leute darauf hinzuweisen, weil das wissen die Leute nicht, dass ihr Trinkwasser wirklich pestizidbelastet ist, zum Teil, oder? Weil das macht ein bisschen betroffen. Nein, ja, ziemlich Budget bekommen, dass wir eigentlich alle Kantone auf die Stände mehr relevant sind, noch können, die Haushalte liefern mit Flyer. Das ist sehr gut angekommen, da haben wir sehr viel Resonanz bekommen. Merci vielmals, weil es wird so von den Gegnern, die haben so viel Geld und Möglichkeiten. Und die Leute sind zum Teil mega verunsichert. Aber der Flyer hat sehr viel gebracht. Das war gut, dass wir den noch gemacht haben. Wir haben zuerst mehr auf Plakat setzen und am Schluss nicht gesagt, nein, Corona-Zeit, die Leute sind nicht daheim. Hat es ein bisschen auftreiben können. Das war sehr gut gewesen. Und ich bin natürlich froh, wenn man weiterhin Flyer hat. Wir haben nicht alle Kantone können abgeben. Was so das Problem ist, wir haben jetzt 10'000 Fahnen draussen, aber die werden konstant immer abgeschrissen. Jetzt haben wir einfach noch zwei neue Fahnen, die man darauf verweisen kann, stellen kann. Aber selber haben wir einfach keine mehr. Weil man denkt, wenn 10'000 hängen, ist es gut. Aber von diesen 10'000 sind x einfach x-fach gestellt worden, uns immer weg. Wir haben ja grosse Plachen, die man noch bestellen kann. Und natürlich, was wir haben, ist für Veloplakate und so, das wäre super, wenn wir das noch montieren und ein bisschen rumfahren. Und einfach darauf erzählen. Man kann immer noch Flyer bestellen bei euch, oder? Ja, 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 das kann man weiterhin. Und auch Veloplakate. Kannst du noch mal schnell einblenden, wenn wir das noch mal zeigen. Das sind so nochmal die Links vom Gesamtkomitee, vom liberalen Komitee. Und was man auch machen kann, ihr könnt euch ein eigenes Testimonial machen. Im Stil, wie man da sieht, oder, vom Manu. Und das wirkt also auch recht gut, um das im eigenen Freundeskreis noch verbreiten. Klar sind wir manchmal in einer Bubble drin, aber man erreicht sicher auch wieder Leute, die vielleicht darüber sensibilisiert werden. Oder? Genau. Wunderbar. Ja, ich würde sagen, ja, Franziska. Wenn ich noch schnell denke, ich könnte auch jederzeit mehr privat buchen, der Leute haben ein paar, wenn man sich schnell die Initiative vorstellt, das hilft auch sehr. Ich und der Pascal, je nachdem, auch gerade Zeit. Wunderbar. Hey, ja, ich glaube, das ist ein schöner Abschluss mit dem Call for Action. Ich glaube, wir haben gehört, es wird knapp. Wir brauchen noch mal Mobilisierung auf dem Schlussspurt. Wir werden sicher auch die Aufzeichnung verwerten, GLP intern verwerten, dass wir das noch weiter teilen können, weiter mobilisieren können. Ich würde abschließen und euch ganz herzlich danken, Franziska und Sonja. Sehr lässig waren ihr da bei uns. Gewesen. Haben wir direkt unsere Fragen euch stellen können. Das ist super wertvoll. Toi, toi, toi nochmal für die letzten, eben, ich rede von 2 Wochen, es sind nicht mal mehr 2 Wochen. Toi, toi, toi für den Endspurt. Wir geben nochmal alles. Danke vielmals für eure Unterstützung. Ja. Danke Dank. Euch für das. Einen schönen Nachmittag. Tschüss miteinander. Ciao zusammen. Tschüss.